Je mehr man über diese Anschläge auf Nord Stream 1 und 2 erfährt, umso krasser wird es, wie ich finde. Und alles deutet darauf hin, dass wir es hier mit einer neuen Eskalationsstufe in dieser ganzen Konfliktsituation Russland, Ukraine, Westen zu tun haben. Und da gibt es ein paar Fragezeichen, ein paar interessante Motivkonstellationen, die hier in Frage kommen. Aber es ist wahrscheinlich so, wie bei allen Rätseln zunächst mal, jeder versucht dann sein eigenes Weltbild da zu reproduzieren und sagt, naja, es waren ganz sicher die Amerikaner, die anderen sagen, es waren ganz sicher die Russen, andere sagen, ja, es waren die Ukrainer, aber wie gesagt, das sind alle Spekulationen, aber wir können uns mal das Surrounding, das Umfeld anschauen und die Dinge mal zeigen, die man jetzt weiß und zumindest ein paar Puzzlestücke mal zusammensuchen. Zunächst mal diese drei Lecks. In Anführungszeichen, die befinden sich in schwedischen und dänischen Hoheitsgewässern und Nord Stream 2 ja nie in Betrieb gegangen, aber Nord Stream 1 schon, allerdings seit Ende August ja nicht mehr in Betrieb, dennoch teilweise noch unter Gas, auch Nord Stream 2. Jedenfalls sehen wir, dass die Wassertiefe dort, wo diese Anschläge verübt wurden, nur 92 Meter beträgt. Das ist also jetzt nicht unbedingt Tiefseegewässer. Das finde ich schon mal eine relevante Information. Das heißt, derjenige, der einen solchen Anschlag verübt, der kann sich dann auch etwas weniger leicht verstecken, als wenn das mehrere hundert Meter vielleicht unter Wasser wäre. Und alles deutet darauf hin, dass es hier sich um einen gezielten Anschlag handelt. Wahrscheinlich brauchst du da Marinetaucher, die in der Lage sind, eben solche Dinge wirklich zu tun. Du brauchst eine riesen Logistik dahinter. Du kannst nicht mit zwei, drei Hanseln praktisch zwei solcher Anschläge verüben und sagen, okay, das haben wir uns jetzt mal kurzfristig überlegt. Jetzt gibt es Meldungen aus Norwegen, dass Anfang des Sommers bereits merkwürdige Bewegungen russischer Schiffe, die auf das Kartografieren der Pipelines hindeuteten, registriert wurden. Und Anfang September mysteriöse Drohnenflüge. Das ist zunächst mal eine der potenziellen Konstellationen. Hier sehen wir nochmal Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord Stream 1 hat ja nicht nur Deutschland versorgt, sondern eben auch andere europäische Länder. Das heißt, man könnte natürlich ganz klar sagen, das ist ein Anschlag auf Europa insgesamt, im Mindesten ein Anschlag auf die Energiesituation in Europa, auch wenn da kein Gas mehr geflossen ist, hätte ja vielleicht irgendwann das Potenzial bestanden, wenn eines Tages hoffentlich irgendwann dieser Krieg mal vorbei ist, dass die Dinge sich irgendwann wieder einrenken, kann man sich jetzt kaum vorstellen, aber in der Regel passieren ja dann die Dinge doch so, dass Konfliktparteien irgendwann zumindest wieder miteinander sprechen und bestimmte Handelsbeziehungen aufnehmen, dass es sich hier um Explosionen mithin, also um einen Anschlag gehandelt hat. Das sehen wir hier in diesem Tweet von Dr. Stephen Gibbons. Und der zeigt hier die Daten etwa der dänischen Station bei Bornholm. Hier sehen wir ganz klare Explosionsdetonationen, die hier mit diesen Ausschlägen klar gekennzeichnet sind. Aber wer hat ein Motiv? Es ist verrückt. Alles spricht dafür, dass hier praktisch diese Pipelines regelrecht aufgesprengt wurden. Das sieht auch die Bundesregierung so, wie Jakob Schlant hier twittert. Aber er sagt eben auch, gleichzeitig gibt es kein aus der Ferne durchgängig schlüssiges Motiv. Wie gesagt, viele, die so ihre eigene Weltsicht haben, werden immer genau wissen, wer das gewesen ist. Aber das ist nicht sehr objektiv, nicht sehr neutral, sondern eben praktisch die Reproduktion der eigenen Weltsicht. Ukraine möglicherweise, okay, aber das wäre natürlich dann ein fast kriegerischer Akt gegenüber Deutschland, wäre hochriskant, wenn das rauskommt. Dann würde möglicherweise die Unterstützung für die Ukraine auf dem Spiel stehen, weiß man nicht, aber es wäre auf jeden Fall politisch hochriskant. Oh, Russland, Eigeninteresse. Der Gaspreis steigt, keine Frage, aber sie hätten dann keine Leverage mehr. Sie könnten also sozusagen nicht mehr ihr Potenzial irgendwann vielleicht wieder abrufen, dann doch Gas zu liefern, damit Geld zu verdienen. Also auch das hier scheint nicht so wirklich unbedingt logisch, aber vielleicht gibt es da noch ein anderes Motiv. Russland False Flag, ja, sehr kompliziert gedacht. USA vielleicht, völlig abenteuerliche Idee, sagt hier Jakob Schlant. Die NATO sei quasi im Krieg, das gibt überhaupt keinen Sinn. Option 5, sagt er, wäre ein schwarzer Schwan, den niemand auf dem Schirm hat. Und das ist ja eben auch nicht ausgeschlossen, dass da bestimmte Dinge gelaufen sind, von denen wir nichts ahnen. Zum Beispiel
unsere Freunde von der letzten Generation oder eine Luise Neubauer, die ja kürzlich gesagt hatte, wir planen, eine Pipeline in die Luft zu jagen, hat allerdings da von einer offenkundig Ölpipeline gesprochen in Ostafrika. Aber hier zumindest jemand, der sagt, naja, wir wollen einen Anschlag auf eine Pipeline verüben. Das macht einen natürlich dann per se schon mal ein bisschen verdächtig. Zumal die letzte Generation ja gesagt hat, also diese Superklimaaktivisten ja gesagt haben, also wir werden es jetzt nicht nur bei Demonstrationen belassen, sondern Anschläge auf Infrastruktur verüben bei fossilen Energieträgern. Hier hat ein Kommentator auf Finanzmarktwelt kommentiert, bestimmt war das Fridays for Future, die haben das sabotiert, die haben sich dort festgeklebt an den Pipelines und als der Sauerstoff dann knapp wurde, ist ein Stück Rohr am Hintern hängen geblieben. Das halte ich für die plausibelste Erklärung, meine Damen und Herren, für das Geschehen. Jetzt gibt es allerdings auch, und hier sehen Sie einen Zeitungsbericht vom Fehmarnschen Tageblatt, also Fehmarnbelt. Die Ecke da oben werden Sie vielleicht kennen, Heiligenhafen etc. etc. Hier sehen wir, dass dort am 22. September, und offenkundig ist der Anschlag ja gestern passiert, am Montag, 26. Dezember, am 22. September ist ein Flottenverband der US Navy dort vorbeigefahren, also 4 Tage zuvor sozusagen. Wenn man jetzt mal unterstellen würde, was ich nicht tue, aber unterstellen würde, dass die Amerikaner sagen, ach wisst ihr was, wir nehmen den Europäern mal die Entscheidung ab, nicht dass die irgendwann wieder umfallen in Sachen Gas und helfen da ein bisschen nach, dann könnte es natürlich sein, dass man da etwa solche Sprengsätze angebracht hat, die man dann später fernzündet, wäre zumindest nicht völlig ausgeschlossen. Hier haben wir übrigens die Arlington gesehen, das ist eines der größten Kriegsschiffe, das in den letzten 30 Jahren in der Ostsee im Einsatz war. Und hier sehen wir, dass die Route hier von Klaipėda, Litauen nach Fehmarnbelt ziemlich genau durchging durch diese beiden Explosionsstellen. Also praktisch zwischen den beiden Pipelines ist man hier durchgefahren. Das ist natürlich eine ziemlich brisante Geschichte. Ich will hier niemandem was unterstellen, aber es gehört eben auch zu diesem Puzzle dazu. Jetzt wissen wir, das ist dieser Bericht in der Fehmarnschen Zeitung, dass eben spätestens mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hier praktisch ein Aufmarschgebiet in der Ostsee entstanden ist. Hier sehen wir Seestreitkräfte Russlands mit Atom-U-Booten und wir sehen eben auch NATO-Schiffe, die hier verstärkt sich tummeln, also sowohl Russen als auch NATO-Verbände. Und hier kann man eben sehen, dass etwa diese Arlington, dass die dann weitergefahren ist in Richtung USA und sich jetzt auf dem Weg in die USA befindet. Das also ein Puzzlestück. Jetzt sehen wir diese Detonationen, diese Anschläge waren 75 Kilometer entfernt. Das ist eigentlich eine riesige Distanz und wir sehen, dass diese Lecks in Anführungszeichen praktisch ein Loch von 200 Meter bis 1 Kilometer sind. Das ist enorm. Also das ist praktisch eine Logistik, die dahinter stehen muss, mit einer Sprengkraft, die dahinter stehen muss, die man wohl nicht so eben mal praktisch in der Schublade liegen hat, zumal, wie Javier Blas hier zeigt, etwa die Wand 4,1 cm Durchmesser hat, dann nochmal 6 bis 11 cm nochmal was drumrum und eine solche Pipeline wiegt 11 Tonnen bis zu 25 Tonnen, nachdem sie praktisch dann komplett installiert ist. Also es handelt sich um Riesengewichte mit einer durchaus dicken Schutzschirm, die musst du erstmal auseinandersprengen. Und jetzt auch noch eine interessante Wendung dieser ganzen Geschichte. In wenigen Wochen soll ja eigentlich eine neue Pipeline an den Start gehen, nämlich die sogenannte Baltic Pipe. Die soll von Norwegen über Polen gehen und dann von Polen auch nach Deutschland und andere Länder Gas liefern. Und wir sehen hier den Verlauf mit der Hand reingekritzelt von Tom Marsek Manser. Sehen wir, dass das relativ in der Nähe oder diese Baltic Pipe relativ in der Nähe auch verläuft. Diese Anschlagsorte finde ich auch wiederum interessant. Also
Da ist ja praktisch schon ein Ersatzinstrument jetzt hier geschaffen worden. Blinken, der amerikanische Außenminister, hat gesagt, also wenn sich das bestätigt, dass hier Sabotage beteiligt wäre, it won't be in anyone's interest. Das wäre also in keinem, keiner könnte ein Interesse daran haben, wenn ich das richtig übersetze. Aber offenkundig hatte ja jemand ein Interesse dran, denn sonst wäre das ja nicht passiert. Das ist ja nicht sozusagen aus Versehen offenkundig in die Luft geflogen. Was sagt der Kreml? Peskov, der Präsidialamtssprecher, hat gesagt, natürlich gesagt, wir sind nicht schuld. Das sei wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben. Also möglicherweise ein kleiner Hinweis, die Ukrainer waren es. Keine Variante könne ausgeschlossen werden. Das ist eine noch nie dagewesene Situation, die untersucht werden müsste und so weiter und so fort. Also die Russen weisen natürlich die Schuld von sich und sagen, wir waren es nicht. Es waren wahrscheinlich so ein bisschen implizit die Ukrainer, wie er hier andeutet. Also es ist wirklich ein absolutes Mysterium. Es ist ein Puzzle. Ich habe hier versucht, ein paar Facetten dieses Puzzles zu zeigen, aber es ist eine krasse Situation. Das wird noch das ganz, ganz große Thema, denke ich, in den nächsten Tagen und Wochen sein. Kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Märkten. Wir sehen hier diese Dollarstärke. Es ist schon was kaputt gegangen. Diese Dollarstärke macht sehr viel kaputt und die Fed hat es scheinbar noch nicht mal so richtig realisiert. Evans von der Fed hat sich heute geäußert und eigentlich diesen hawkischen Fed-Speak, den wir in den letzten Tagen hatten, nochmal reproduziert. Aber dann hat er auch gesagt, er wird ein bisschen nervös, dass die Fed ein bisschen zu weit geht, weil man eben ja vielleicht erstmal abwarten muss, wie diese Zinsanhebungen in letzter Zeit wirken. Ballard etwa heute auch gesagt, ja, es gibt ein Rezessionsrisiko. Und man würde jetzt durchaus auch die Auswirkungen der Dollarstärke ins Kalkül nehmen. Erstes Zurückrudern, jedenfalls die US-Futures daraufhin deutlich gestiegen, dann allerdings eben wieder gefallen, weil Renditen gestiegen sind, dazu gleich mehr. Und denke ich auch eben wegen dieser ganzen Nord Stream-Geschichte, jedenfalls sehen wir, dass auch die Fed natürlich, wie Sven Hendrik hier zeigt, nach wie vor in diesem Mantra Soft Landing gefangen ist, praktisch die Auswirkungen dieser Dollarstärke und der Renditeexplosionen nicht so wirklich zu beachten scheint. Der Patient ist leider tot, aber die Operation war ein schlagender Erfolg, so sagt Sven Hendrik. Und wir hatten ja gestern Aussagen von Mester, die gesagt hat, also die Zinsen werden auf jeden Fall nächstes Jahr nicht fallen. Aber auf der anderen Seite sagt die Notenbank Fed, sie seien datenabhängig. Das passt also auch nicht zusammen. Da gibt es ähnlich viele Widersprüche wahrscheinlich wie um Nord Stream 1. Wir sehen jedenfalls, dass die Financial Conditions immer straffer werden, jetzt durch die steigenden Renditen und die schwächeren Aktienmärkte. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inflationserwartungen immer weiter fallen. Das passt eigentlich nicht zu den steigenden Renditen. Und wir haben heute auch Verbrauchervertrauen gesehen, das Conference Board, wo die Inflationserwartung der Leute zurückgeht. Dennoch steigende Renditen. Und das hat wahrscheinlich politische Gründe oder ziemlich sicher politische Gründe. Wir sehen bei Italien und bei Großbritannien massive Anstiege der Renditen, das zieht andere Renditen wie eben die amerikanischen und auch die deutschen mit nach oben. Aber hier britische Anleiherendite 26 Basispunkte gestiegen, die italienische 19 Basispunkte. Also hier sehen wir, wo die politischen Risiken derzeit liegen. Und all das hat dann dazu geführt, dass die Erholung, die sich heute Morgen noch klar abgezeichnet hat und die auch passiert ist, dann wieder in sich zusammengefallen ist. Beim S&P 500 hier im Chart von Capital.com haben wir sogar jetzt das Verlaufstief aus dem Juni unterschritten, dann uns wieder ein bisschen erholt, aber die Situation bleibt fragil, eben weil hier eben diese politischen Risiken nicht nur mit Nord Stream, nicht nur mit dem Ukraine-Krieg, sondern eben jetzt auch in UK etwa mit dieser Steuersenkung, die vor allem wohlhabend entlastet und ein ziemliches Desaster zu werden droht. Da sehen wir, dass eben möglicherweise die Bank of England nur eine Möglichkeit hat, die Situation in den Griff zu kriegen, nämlich durch die Zinsanhebungen. Und das wiederum ist eben etwas, wenn du hier in dem Devisenmarkt intervenierst, dann musst du deine Währungsreserven verkaufen. Das sind Dollars. Und dann steigen die Renditen für Dollaranleihen. Der Dollar steigt. Daraufhin wird deine eigene Währung wieder schwächer. Du musst nochmal intervenieren. Das ist eine Interventions-Doom-Loop, wie man sagen könnte. Und Doom ist vielleicht auch das richtige Stichwort für unseren Wirtschaftsminister Habeck, der jetzt heute Abend gesagt hat, also so wie es aussieht, da brauchen wir zumindest die zwei süddeutschen AKWs, die Atomkraftwerke, wohl doch noch. Auf diese Idee hätte Herr Habeck vielleicht
ein bisschen früher kommen können. Deswegen sagt Daniel Stelter, der sehr renommierte Ökonom, er hatte 7 Monate Zeit, nämlich der Habeck, da auf diese ganze Geschichte zu reagieren, nämlich mit der maximalen Ausweitung des Angebots. Was macht Habeck? Wir wollen die Atomkraftwerke abschalten oder wenn überhaupt in Reserve lassen. Das ist letztendlich unverantwortlich. Jeder verlorene Arbeitsplatz, so sagte Stelter, geht auf das Konto von Habeck. 3 Empfehlungen noch am Schluss, meine Damen und Herren. Gaspreis steigt, Pipeline-Lecks in der Ostsee. Kurz vor dem Start der Baltic Pipe. Mehr dazu über diese neue Pipeline finden Sie in diesem Artikel. 1. Empfehlung. 2. Empfehlung. Der Gaspreis steigt jetzt 15%, gerade jetzt dann am Abend nochmal, weil es Auseinandersetzungen gibt zwischen Naftogaz, dem ukrainischen Pipeline-Betreiber, und Gazprom. Da hat Gazprom schon gesagt, oder Russland gesagt, also könnte sein, dass die praktisch jetzt nicht mehr beliefert werden. Und das würde bedeuten, dass gar kein Gas mehr aus Russland fließt. Bisher fließt es ja noch durch die Ukraine, mit der die Russen ja bekanntlich im Krieg sind. Also 2. Empfehlung, sehr, sehr wichtiger Artikel auch. Und 3. Empfehlung, wie Putins Mobilmachung die Wirtschaft in Russland hart trifft. Das ist auch in Russland ein echter Gamechanger für die Menschen und für die Wirtschaft. Also 3 Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.